Servus, das ist der Fitness vom Clearhouse Shop. Wir sind hier bei der Firma Zeindl und wir testen jetzt unsere Baumschrauben. In diesem Fall unsere große Schraube, die GTS Allstar. Hier haben wir in den letzten Tagen schon ganz viel getestet. Die großen Baumschrauben, aber auch Gewindestangen in verschiedenen Winkeln. Mal verleimt, mal nicht verleimt. Wir haben die GTS Top getestet und hoffen, dass wir daraus ganz viele neue Erkenntnisse ziehen. Wir geben hier mit dieser Hydraulikpumpe einen Druck auf unsere Baumschraube und wollen wissen, wie viel Tonnen Last diese Schraube aushalten kann mit dem Hebelarm von 13 cm. Genau, schauen wir mal. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier eine Hydraulikpumpe, die kann man mit der Hand betätigen. 100 Bar entsprechen 1,6 Tonnen Druck und über diesen Zylinder wird der Druck aufgebaut. Okay, los geht's! Gut, kleine Zwischenmeldung, wir sind jetzt gerade bei 220 Bar konstant. Das entspricht ungefähr 3,4 Tonnen sowas. Und die Verformung sieht so aus. Hier so ein ganz kleinen Spalt. Aber an und für sich ist die Schraube noch schön gerade. Okay, dann belasten wir mal weiter. Schauen wir, was passiert. Okay, jetzt sind wir bei 260 Bar. Das ist auch unser Endwert. Man sieht jetzt, dass die Schraube schon ein bisschen weiter abgesackt ist. Circa 5 mm ist schon ganz ordentlich. Je mehr Last wir jetzt drauf geben, desto mehr wird die Schraube absacken. Aber das Schöne ist, sie wird nicht ausreißen. Okay, schaut schon immer so gut aus, aber wir haben hochgepumpt bis auf 500 Bar, das sind etwa 7,5-8 Tonnen. Jetzt ist das Interessante, ob nur der Baum nachgegeben hat oder auch die Schraube. Das ist hier die Schraube, unversehrt, und die Schraube, die haben wir jetzt bereits zum sechsten Mal getestet in dem Baum. Sechsmal belastet bis mindestens 6 Tonnen.